Geräusch ist auch so fies. Dieses Klacker, Klacker, Klacker. Uah, eklig. So. Wenigstens halten die nichts aus. So, kaputt. Nix. Nix. Na hallo. Das Buch der unendlichen Weisheit. Klingt kein bisschen übertrieben oder so. Was machst du? Ja, 5 Skillpunkte. Wer hätte denn mal gerne 5 Skillpunkte? Der Kämpfer, damit er mehr austeilen kann oder einstecken. Die Diebe, damit sie mal irgendwas macht, außer zu überleben. Sie, um mehr Blitzschaden anzurichten. Ich weiß ja nicht. Oder er für auch ebenfalls mehr Schaden. Weil die Skills erhöhen ja auch immer den Schaden, den man verursacht. Und er kriegt später diese rote Kugel, die noch mehr Feuerschaden verursacht. Was hält sich in Grenzen? So wirklich brauchen? Tut es wahrscheinlich sie das am ehesten. Damit sie Flurry bekommt und langsam ein bisschen wirkungsvoller wird. Ja komm, geben wir es ihr. Du, dahin. Wir sollten eh bald mal wieder ein paar Tränke herstellen. Da. Ein Heiltrank. Ein Heil. Nicht das Brot da reintun. So, du brauchst auch noch 2 Heiltränke. Ja. 1, 2. Du hast einen Heiltrank, 2 Energietränke, du hast einen Heiltrank, 2 Energietränke, du hast 2. Alles gut, außer dass du überladen bist. Also gib mal das da, dem da. Und das da, ihr hier. Und den komischen Dolch schmeißen wir weg. Das sind diese wirklich komischen Dolche, weil wir sie immer wieder finden, obwohl sie mies sind. Also 5 Punkte für dich. Richtig? Richtig. Und die tust du bitte in Dolche. Nächstes Level bekommst du dann Flurry of Slashes. Deathstrike mit 50. Ein extrem tödlicher Angriff, der die meisten Gegner instant umbringt. Das wage ich doch irgendwie zu bezweifeln. Aber na gut. Nix mehr. Also die Spinnenfliegen haben das Buch bewacht. Das ist ja okay. Waren ja auch nur 2. Das heißt, wir müssen jetzt zurück durch den Säulengang. Hoffentlich gibt es auf dem Rückweg nicht auch noch eine Überraschung. Aber eigentlich müssen wir einfach nur rausteleportiert werden. So, jetzt. Langsam mal. Das wäre viel. Der Teleporter funktioniert nicht auf dem rückwärtigen Weg. Das ist ja interessant. Na gut. Und jetzt zum Schnörkel-Schlüsselgang. Inzwischen haben wir die 2 Schlüssel. Müsste hier gewesen sein. Okay, er müsste hier gewesen sein. Schnörkel, Schlüssel. Das wirkt kein bisschen ominös oder so. Blitzstrahl, Feuerball. Tür zu. Tür zu ist nicht schön. Ein Altar, wo man bestimmt irgendwo was rauflegen muss und... Ah, oh, 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 oh. Sollte öfters abspeichern. Sollte öfters abspeichern. Sollte öfters abspeichern. Sollte öfters abspeichern. Na gut, er ist verwirrt. Da haben wir was gemeinsam. Letzter Blitzschlag. Kaputt. Ja. Auch wenn es jetzt vielleicht zeitlich nicht so super passt, speichere ich jetzt ab. Okay. Wir sollten schlafen. Ich hoffe mal, die Feuerelementare waren da alleine. Aber es scheint so, jetzt haben wir einen von diesen 3 Räumen betreten. Oder zumindest beim ersten Mal spawnt irgendwas. Also sollte er vielleicht gleich von vornherein Feuerschild zaubern und sie ihren Blitzstrahl bereithalten. Dann passt das auch. So.
war ein kurzes Erdbeben. Mal schauen, ob da noch irgendwas Neues kommt mit den Erdbeben. Je tiefer man runterkommt, desto häufiger kommen die oder bewirken irgendwas Besonderes. Irgendwas in der Richtung. Also, Feuerschild. Gucken. Hier war irgendwas mit 3 und 2 und 1, das weiß ich noch. Also irgendwo bei einer Statue taucht auf dem Boden und schießt auf. Irgendwo ist eine Tür auf. War hier eine Tür? Nö. Ich muss jedes Mal denken, dass es ein Mönch ist, der einfach nur silber angemalt wurde. Aber gut. Irgendwann passiert das noch. Irgendwann hockt so eine Viererstatue da. Ich gehe ganz mal dran vorbei und plötzlich springen hier 4 raus oder so. Na gut, irgendwo ist irgendeine Tür aufgegangen. Gucken wir doch mal hier. Nicht einkesseln lassen. Und neuen Feuerschild. Einmal ein Feuerball, der keinen Schaden macht, damit du Erfahrungspunkte kriegst. Okay. 120, sauber. Sehr schön. Jetzt ist da ein Teleporter. Die Nischen sind leer. 3 uralte Wesen aus der Tiefe. 3. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, die Notiz tauchte erst auf. War hier nicht vorher nicht hier eine Statue? Also im Originalspiel meine ich jetzt. Was steht hier in der Wand? Hier stand doch da. Hände, die schlachten, Augen, die verwirren. Oder täuschen. 2. War es jetzt 1, 2, 3 oder 3, 2, 1? Ich denke mal 1, 2, 3. Aber es ist ja eh nur in einem Raum gerade. Oh, stimmt. Warum höre ich Dino? Okay, Blitzstrahl beweicht mir mal auf. So. Für dich nämlich. Dann ist ein Feuerschild. Ein Blitzstrahl könnte noch drin sein. Nö. Au, da rein. Komm her. Jetzt aber. Ha? Gut, sehr schön. Neues Feuerschild. Keine Energie. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Oder auch nicht, denn inzwischen macht sie auch sogar ein bisschen Schaden. Oder haut daneben, wenn ich sie gerade mal lobe. Eins von beiden. Kaputt. Also haben wir jetzt alle 3 Räume so weit befreit, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo Lobedino her ist. Schlafen. Denn anscheinend kommt Gegner hier nur, wenn ich irgendwas mache. Also der Kerker, der Dungeon reagiert nur auf uns und schmeißt uns nicht irgendwas einfach so entgegen. Was ja auch mal eine nette Abwechslung ist. Also wir können in Ruhe ausruhen, wir können gleich gucken, ob genug Essen da ist, können so ein Feuerschild vorbereiten, Blitzstrahl und so weiter. Wobei Essen haben wir das Dino-Steak jetzt aber gerade rumliegen. Das heißt, wenn jemand Hunger hat, sollten wir das essen, weil es schön viel wiegt. Du hast Hunger. Dino-Steak. Ja. Du könntest was essen und du auf jeden Fall auch. Aber es war nur ein Dino. Also, jam, jam. So, oben war 1. Blitzstrahl, Feuerschild. Die Nischen, was war mit den Nischen? Sonnen des Hasses. Also, 1, Sonne des Hasses. Auch wenn der Text dabei, glaube ich, gar nicht wichtig war. Sondern nur die Anzahl der Zeilen. Also 1, 2 und 3. So, wo war jetzt der Teleporter aufgegangen? Da hinten. Ich mach mal Feuerschild und
Mach schon mal einen Feuerball. So. Schwupps. Wieder am Eingang. Du sagst, betrete das Portal, um die Relikte zu beschwören. Opfere die Relikte, um das Portal zu betreten. Was? Das ist ein Widerspruch. Also ich muss die Portale betreten, um die Relikte zu bekommen, und ich muss die Relikte opfern, um die Portale zu öffnen, damit ich sie betreten kann. Sehr schön. Also sind jetzt gerade in ein... Wo war das erste Portal gewesen? 2 oder 3? Jetzt haben wir nämlich 2 Portale offen. Okay, wir gehen jetzt in 3. Ich hoffe mal, das andere Portal war vorher in 2. Oh, ein Assassinen-Dolch, den wir bestimmt nachher opfern müssen. Das war also 3. Jetzt würde ich nochmal gerne gucken, ob wir nochmal in 2 gehen können und diesmal ein anderes Relikt bekommen, außer diese gute Schriftrolle. Fire Talk. Plus 50 Feuerresistenz. Sehr schön gegen diese ganzen Feuerländer. Und jetzt hätte ich gerne nochmal 1. Sonne des Hasses. Und noch mehr Erfahrungspunkte. So, und die 3 Relikte. Das können wir irgendjemandem geben. Die 3 Relikte muss ich jetzt opfern. Ah, den Dingens da opfern. Wahrscheinlich. Um das Portal zu öffnen, um ein anderes Portal zu öffnen. Also, wo hatten wir was? Da hatten wir die Sonne des Hasses. Was passt denn zur Sonne? Ein Fire Talk. Ich wollte es nicht gegenschmeißen, ich wollte es eigentlich ranlegen. Oh, da war noch Nischen. Warte mal. Keins macht Klick, aber ich lege es einfach mal dahin. 3. Was war bei 3? Ach, uralte Wesen aus der Tiefe. Sind weise, also kriegen sie mal das Ding da. Ah, hat gerade was Klick gemacht. Also eine Tür ist zugeschlagen. Achso, da ist die Tür gewesen. Okay. Also, Sonne des Hasses haben wir. 3 uralte Wesen haben wir. Brauchen wir nur hier 2. Ich hoffe, es hat irgendwas im Dolch zu tun. Hände, die schlachten. Ja. Das war mal laut. War das jetzt ein Secret? Wo ist mein Portal? PTF? Also raus kamen wir irgendwo mit dem Schalter, das weiß ich noch. Den hatte ich damals übersehen gehabt und dachte, ich muss irgendwas machen, um rauszukommen. Dabei war hier irgendwo ein Schalter, den man drücken konnte. Anscheinend diesmal nicht. So, Teleporter sind alle aus. Nischen sind alle weg. Das finde ich jetzt ein wenig komisch. Irgendwo einen Druck. Da ist ein Teleporter. Ihr seid doch komisch. Na gut. Da war was. Wenn wir jetzt von der Druckplatte hier runtergehen, wir stehen nämlich auf einer, kriegen wir Schaden von den Gesichtern. Erstmal will ich gucken, was zurück beim Teleporter ist. Okay, wir können jederzeit einfach zurückspringen. Das ist schon mal wichtig. Dann will ich gucken, was hier unten in der Fallgrube ist. Die Fallgrube wird nämlich aufgehen, sobald wir hier runtergehen. Hi, Kräuter. Ist ja nicht so, dass wir gerade Schaden genommen haben oder so. Eine Schriftrolle. Und das ist der Feuerkristall? Lass jenen, der steht... in den Schatten. Schatten, Nacht. Den ersten Stein werfen. Sein Ziel soll gelenkt sein. Zu dem Punkt der roten Sünde.
Hast den da, hm? Also soll im Schatten stehen und zudem den da werfen. Seine Füße fest platziert. Lass einen zweiten Stein danach fliegen zu dem... Was steht da? Purifying White of the Light. Also erster Stein rot, zweiter Stein Richtung weiß. Wo ist weiß? Was hier leuchtet weiß? Jemand Hunger? Du kannst was essen. Das war vergiftet? Wollte mich... Also ja, es liegt seit Jahren in einem Dungeon, aber es hat uns bisher nicht wirklich gekranzt. Die Fackeln habe ich nicht ausgenommen, oder? Haha. Okay. Wo ist die zweite Halterung? Da. Noch irgendwo eine Halterung? Ich will jetzt kein Licht machen, um das Ganze dann wieder... Da ist eine Halterung. Wir haben aber keine Fackeln mehr. Das ist nicht schön, müssen wir doch mal kurz Licht machen. Und hoffen, dass hier irgendwo noch eine Fackel rumliegt. Sonst müssen wir oben eine suchen gehen. Ja. Hier ist leider keine. Schade, schade. Na gut. Fackeln, Schatten, Rätsel. Schön dick markieren. Zack, 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 zack. So. Und jetzt nochmal abspeichern. Also bis gleich.